Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen richtig leckeren Brownie-Kuchen für euch und der ist nicht nur lecker, der ist auch noch gesund, denn ich habe Hanfsamen verwendet. Keine Sorge, es ist nicht das Hanf, was ihr denkt, es hat keine berauschende Wirkung auf euch, es ist lediglich von der Nutzpflanze und erstmal vielen Dank an Hanf und Natur, die haben mir das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht, warum ist Hanf denn so gesund? Und ich musste mir das aufschreiben, das war ein bisschen viel. Also als erstes bringt es schon mal Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren mit, die sind wichtig für unseren Körper. Außerdem viel Eiweiß und einen hohen Proteingehalt, also auch super für eine Diät oder Muskelaufbau verwendbar. Und perfekt für Veganer und Vegetarier geeignet, denn das Produkt bringt Aminosäuren mit sich und die sind meist nur im Fleisch enthalten. Des Weiteren, es ist gluten-laktosefrei. Allgemein sind, im Internet habe ich es gelesen, keine Allergien bekannt, die dadurch ausgelöst worden sind. Und es ist vielseitig einsetzbar. Also da stand noch viel, viel mehr. Am besten lest ihr euch selber mal schlau. Aber alles konnte ich ja jetzt nicht aufschreiben. Also es ist vielseitig einsetzbar, weil es schmeckt so ein bisschen nussig. Also mit Pistazie zu vergleichen. Und ich streue das mir zum Beispiel morgens in mein Müsli, wenn ich mal Müsli esse. Oder in Salat schmeckt das auch super gut. Außerdem haben wir letztens zum Beispiel, mein Mann hat so eine Pilzsoße gemacht und hat da ein paar reingeschmissen. Also war auch super lecker. Ihr könnt die pur essen, mache ich auch manchmal. Die schmecken wirklich fantastisch. Und heute backe ich halt, wie gesagt, einen leckeren Kuchen für euch. Und wenn auch ihr so einen Kuchen backen wollt, dann bleibt jetzt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich! Zuallererst gebt ihr die Hanfsamen in einen Mixer und mixt sie so lange durch, bis sie richtig schön klein gemahlen sind. Jetzt kommen Eier, Honig und das Salz in eine Schüssel und das rührt ihr für etwa 3 Minuten schaumig auf. Nicht wundern, mein Sohn wollte mich ein bisschen unterstützen. Dann kommen die gemahlenen Hanfsamen und die gemahlenen Mandeln in eine Schüssel, die vermischt ihr ein bisschen. Und das kommt dann zu der Eimasse und wird kurz untergerührt. Nun vermische ich auch die trockenen Zutaten, also Backkakao, Vanillepuddingpulver und das Backpulver. Und das kommt dann auch zum Teig, wird kurz untergerührt. Und dann habe ich außerdem noch 4 Esslöffel Milch hinzugefügt, weil mir die Masse einfach zu feste war. Den Teig habe ich in eine 26er Springform gegeben, die ich vorher mit Backpapier ausgekleidet habe. Das könnt ihr jetzt mit einer Winkelpalette glatt streichen und dann landet er auch schon in den Ofen. Mein Brownie ist fertig gebacken und der hat 18 Minuten gebacken. Ihr solltet nach 17 Minuten ungefähr die Stäbchenprobe mal machen, um zu gucken, ob er schon gut ist. Dazu einfach mit einem Holzspieß reinstecken und wenn nichts dran hängen bleibt, ist er gar. Ich löse den auch komplett direkt aus dem Backrahmen und lasse ihn so lange abkühlen, bis er nur noch zimmerwarm ist. Für die Ganache koche ich mir einmal die Sahne auf und gebe dann die Schokolade dazu, decke das Ganze ab und lasse das für mindestens 3 Minuten stehen. Nun wird das Ganze einmal umgerührt, bis sich alle Schokostücke aufgelöst haben.
Ich stütze mir den Kuchen einmal auf den Kopf und löse das Backpapier und gebe ihn dann auf meine Kuchenplatte. Jetzt gebe ich auch schon direkt die Schokoladenganache darauf und verteile die ein bisschen. Also ihr müsst die nicht unbedingt machen, wenn ihr es kalorienarmer haben möchtet, dann gebt einfach ein bisschen Puderzucker oben drauf oder lasst es so nackig, geht auch. Ich wollte jetzt halt noch was Schokolade dazu haben. Und außerdem habe ich noch Knabberhanf hier, das ist in einem Schokomantel drin. Sieht ein bisschen aus wie die Schokostreudeko, die man so kaufen kann. Aber schmeckt ganz anders, weil der Hanf ist auch noch ungeschält und das knackt dann so ein bisschen im Mund. Ist ganz interessant und habe ich euch auch mal in die Infobox unten gesetzt, falls auch ihr Interesse daran habt. Das erste Stück geht natürlich wieder an euch und da seht ihr auch, wie schön saftig der Brownie geworden ist. Also probiert den gerne mal aus. Ich kann euch den nur ans Herz legen. Also wir konnten nicht genug davon kriegen und ist mal was ganz anderes. So, wir sind schon wieder am Ende angelangt und ich habe noch was im Internet gefunden. Das wollte ich noch mit euch teilen, das fand ich ganz interessant. Und zwar sind im chinesischen Dorf Bamayao besonders viele Menschen über 100 Jahre alt geworden. Und diese Menschen ernähren sich hauptsächlich von Hanf. Ja, ob es auch an der gesunden Luft liegt, sei mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz, wie am Anfang schon erwähnt, ist das ein echt gesundes Produkt. Und ich für meinen Teil werde das auf jeden Fall in meinen Alltag bringen. Wenn auch ihr Interesse habt, schaut mal unten in die Infobox. Ich habe euch da einen Link reingesetzt, wo ihr das Produkt kaufen könnt. Dann hoffe ich, euch hat mein heutiges Video gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss.